Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Mario Golf Super Rush. Oh yeah, man. Oh yeah. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Heute findet ihr euer großes Turnier statt. Da wollt ihr doch pünktlich sein, oder? Ich bin immer pünktlich. Also auch im wahren Leben. Ich sag immer lieber zu früh als zu spät. Aber wenn man zu spät kommt, bleibt in Erinnerung, zu früh bist halt einfach da. Oder seht ihr das anders oder so? Es geht in 30 Minuten los. Bis dahin darfst du auf dem Übungsgelände frei trainieren. Bitte finde dich 5 Minuten vor dem Tee-Off an der Schranke ein. Ich sage Bescheid, wenn es soweit ist. Aha. Ich dürfte jetzt vorher nochmal trainieren gehen, oder was? Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir jetzt die Frage, muss ich jetzt da rein? Nein, ich muss da hin. Oh, grüß dich. Ich hoffe, du hast letzte Nacht gut geschlafen, ja? Famos, du brauchst einen Score von 8... Von plus 8 oder besser, um die Vorrunde zu überstehen. Also gib dir Mühe. Also, wenn du noch nicht für das Turnier bereit bist, wäre jetzt nochmal üben angesagt. Wie sieht's aus? Willst du das Turnier spielen? Ja. Prächtig, dann einfach ab durch die Schranke mit dir. Ja, warum nicht? Ich habe keine Angst. Wenn es regnet, rollt der Ball nicht weit, so weit wie sonst. Deshalb solltest du bei Regen... Ah. Okay. Ein traumhafter Schlag von Koopa. Bei unseren Spielern heute dürfen wir uns wohl auf sehr ansehnliche Scores gefasst machen. Oh, Donkey Kong. Und das war Donkey Kong mit einem schönen Birdie. Prima gemacht. Kann man da nur sagen. Primat gemacht. So, das wären nun alles bereit für die nächste Gruppe. Liebe Spieler, bitte begebt euch zum Abschlag. Trubble steht am Abschlag. Es kann losgehen. Wieder Speedgolf? Und? Oh nein, wieder Speedgolf. Schöner Schlag. Immer dieses Speedgolfen. Ja, nee, ist klar. Oh, ich hatte aber wirklich einen sehr schönen Schlag, finde ich. Trupple hat keine Ausdauer mehr, Trupple sprintet jetzt. Ah, okay, gut. Schöner Schlag. Schöner Schlag. Komm, ist er auf dem Grün? Auf dem Grün. Yes, auf dem Grün. Putt zum Birdie. Putt zum Birdie. Okay, es geht bergauf. Das heißt also, ich brauche ein bisschen mehr Schwung. Geht ein bisschen nach rechts. Das heißt, dann muss ich es so machen. Ich glaube, so ist am besten. Ja, 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 ja. Schönes Birdie. Birdie, Baby. Ich kämpfe nur gegen die beiden. Was ist mit Football, Chuck? Para, Koopa, Donkey Kong? Oh. Moment. Was? Sumo Bruder plus 13, Lemmy plus 13, Monty Maulwurf plus 13, Goomba plus 12. Alter, wie schlecht spielt ihr denn? Ich dachte schon, ich spiele schlecht, aber hey! Das habe ich richtig gut gemacht. Und volle Röhre! Auf die Möhre. Ich weiß, ich hätte daraus auch ein Hole-in-One machen können, aber
Exzellent. Exzellent? Was heißt exzellent? Also. Oh! Pack zum Birdie. Schönes Birdie. Jawoll, minus 2. So muss das. Macht die Konkurrenz so. Man darf hier aber auch nicht drehen oder wenden. Man darf hier gar nichts machen. Nö. Oh, tot. Ist echt ein harter Gegner, muss ich sagen. Der ist echt knackig. Okay. Die Strecke kennen wir auch schon. Das ist eine Langstrecke. Und yo. Zack, und gleich erstmal loslaufen. War klar, dass ihr zwei gleich hinterherkommt. Ah, kurz jetzt zu Sprint ein, na super. Ich muss meine Ausdauer regenerieren. Ich habe zum Glück noch Zeit, aber trotzdem. Nee, komm, jetzt können wir einen weiteren nehmen. Ja. Die könnte ein bisschen... Nein, falsche Richtung. Ich wollte nur das Herz einsammeln und dann lossprinten. Das war einfach doof von mir. Oh nein, ich bin auf dem... Warum bin ich denn da? Der ist echt ungünstig. Der leichten Windstärke von da. Nun gut. Autsch. Könnte aber vielleicht helfen. Und... Oh nein. Wir haben 5 Schläge gebraucht und 6 Schläge. Okay. War ein bisschen mehr. Okay. Schlag 5. Und ich würde gleichsetzen. Ein bisschen abfallend. Da geht es ein bisschen hoch, das heißt, ich muss ein bisschen bergauf rechnen. Yes! Ah, schönes Paar. Donkey Kong, immer noch plus 2. Ja, der ist auch bei Loch 4. Das heißt, also ich müsste mir jetzt 4 Fehler erlauben und ich wäre schlichter als Donkey Kong. Ansonsten spiele ich wie ein eine Legende. Und leichter Gegenwind. Und schöner Schlag. So. Ich lasse mir jetzt Zeit. Danke, Toad. Yes, das wollte ich haben. Oh, es war sogar ein richtig guter Schlag. So, ein bisschen Gegenwind, bisschen Wind von rechts, das heißt... Schöner Schlag. Der könnte sogar... Wo liegt er? Oh, aber doch sehr
auf dem Grün. Sehr abseits, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hat er ihn wirklich reingechippt? Okay, das ist stark abfallend. Ja, es könnte hinkommen. Komm. Yes! Schönes Birdie. Ah, ein schöner Birdie. Oh, Donkey Kong, was ist los hier? Guckt mal, wie ich hier richtig serviere. Nein! Oh, verdammt, das war jetzt echt doof von mir. Das war saudumm von mir. Ich wollte eigentlich was ganz anderes drücken. War echt mega dumm von mir. Ja, die sind beim zweiten Schlag. Na gut, es geht noch. Direkt am Baum vorbei. Das wird echt ein bisschen... Der ist zu kurz. Ja, der könnte gut kommen. Geht eigentlich von der Positionierung her. Alle haben 4 Schläge und ich bin jetzt beim 4. Schlag. Geht bergauf. Da ist es ein bisschen abfallend. Ja, auch schon. Das heißt, ein bisschen weiter so. Es geht bergauf. Komm. Yes! Na? Wo ist Donkey Kong? Wo ist Donkey Kong? Plus 3 schon. Würde ich mal sagen, Donkey Kong habe ich schon fast locker in der Tasche. Und? Nee. Nehme ich den. Bisschen Wind von rechts, okay. Schöner Schlag. So. Bin ich gerade ernsthaft gegen die Fahne? Ich war gegen die Fahne gegen. LOL! Pack zum Birdie. Ich war gerade echt. Oh. Leichter bergauf. Nein! Es wäre ein schöner Birdie geworden. Oh. Ah, nur Paar. Mann. So, warte mal, Donkey Kong. Und ist noch einer dabei, der... Nein, nur Donkey Kong. Okay. Was war das? Fly Guy. Ich hatte gerade Fall Guy gelesen. Ich hätte beinahe ein Hole-in-One gehabt, Leute. Ein Hole-in-One. Das sah so gut aus und ich verkacke es. Mann. Oh.
Ja, ein bisschen daneben, aber es ist jetzt an der Stelle nicht schlimm. Oh, jetzt nehmen die mir das Herz auch noch weg. Gut, aber rein theoretisch nicht wirklich störend, was die Zeit angeht. Okay. Oh. Das könnte wieder gut werden. Wind kommt ein bisschen von rechts. Ah, ich weiß nicht. Ja, komm. So, extra ein bisschen weiter früher. Auf dem Grün. 5,9 Meter zum Loch. Ich hätte sogar ein bisschen weniger schlagen können. Warte mal, heißt es da stark abfallen? Tatsache. Ja. Yes! Schönes Birdie. Ach, bei einem Birdie, da freut man sich doch immer. Und dafür, dass es in dem Trailer so komplex aussah, ist es gar nicht. Also da kann ich mich echt schon freuen, das mit anderen mal zu spielen. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Und... Autsch. Merto, danke. So. Oh, das könnte... Der könnte jetzt richtig gut kommen. Wenn der jetzt sitzt, das wäre so geil. Das wäre so mega, aber ich glaube nicht dran. Nee, der ist schon zu weit nach links. Das trotz Gegenwind. Auf dem Grün. Ah. Ja, ich weiß, ich bin auf dem Grün. Schön geschlagen, Toad. Schön geschlagen. Da ist es ein bisschen herabfallend. Ein bisschen weiter nach links wäre nicht schlecht. Komm. Yes, wieder ein Birdie. Schön. Also ich könnte jetzt rein theoretisch 14 über Paar machen. Paar heißt also der empfohlene Wert, den man hier an Schlägen braucht. So, ich glaube, der Durchschnitt ist es sogar. Und ja. 14 über den Durchschnitt wäre in dem Augenblick noch ohne Probleme möglich. Ich will nur die Münzen haben. Der Rest ist mir egal. Den Rest könnt ihr euch schnappen. Nein. Die Münzen. Danke. Wow, ich sehe gerade, das war ganz schön knapp an der Sandgrube vorbei. Ich gehe ein bisschen lieber weiter nach da. Weil das ist natürlich auch geil, ne? Ich riskiere es. Komm, der kommt richtig schön. Bunker? Wieso im Bunker? Wieso bin ich im Bunker gelandet?
Oh nein. Bunker ist so das Schlimmste, was es gibt, ne? Schöner Schlag. Nein, nicht im Wasser. Nicht im Wasser. Ich habe gerade noch gesagt, ja, ich kann mir ein paar Fehler erlauben. Oh Mann. Nee, das will ich nicht mit dem Putt machen, nee. Komm. Ah, schade. Und bergauf, okay. Das war jetzt bitter. Ah, Bogey. Aber egal, minus 4. Heißt, ich habe das Turnier gewonnen. Den ersten Tag jedenfalls. Jetzt wieder entscheiden. Ausdauer, Lauftempo. Okay. Spezialsprint hat sich verbessert. Okay. Hm. Halt. Darf auch wieder in die Kontrolle einstecken. Na, gerne doch. Na, hat's dir gefallen? Für mich ist es fast sicher, dass du in der Vorrunde weiterkommst. Ruh dich jetzt am besten für morgen aus, ja? Wow, ich gehe hin, ruh mich aus. Ich gehe hin, ruh mich aus. Immer hin und her laufen. Gut, in Wirklichkeit ist es ja auch so, dass man dann wahrscheinlich immer zum Platz fahren muss und hin und her laufen muss oder hin und her fahren muss. Aber trotzdem, Wo kam jetzt der Kuckuck her? Gerade einen Kuckuck gehört. Naja, egal. So. Hier darf man auch nicht mehr laufen, ne? Also. Die haben echt hier in den Bäumen einen Kuckuck versteckt. Oh, Mann! Nun gut. Dann würde ich sagen, wenn ich jetzt eine Nacht schlafen soll, dann freut ihr euch auch auf die nächste Folge. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.